Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Slay the Spire. Und wir werden im heutigen Part die Stille spielen und versuchen, ein Giftdeck zusammenzukriegen. Reden. In den nächsten drei Kämpfen haben Gegner 3 TP. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Heißt, nehmen wir den Weg. Greifen an und greifen an. Bist du schon down? Solche Mantel nehmen wir mit. Vielleicht auch ein Klingendeck. Ich glaube zumindest, dass es ein Klingendeck ist. So, weg mit dir. Ja, anscheinend wird es ein Klingendeck. Ne, ich brauche keinen Trank. Ah, es war klar, dass da ein Mob kommt. Warum habe ich mir überhaupt Hoffnung gemacht, dass das nicht so sein wird? So, Dolch und Mantel. Lieber mal 20 Gold, weil die HP kann ich noch gebrauchen. So, ich gehe ans Lagerfeuer. Schmiede. Mal durch und Mantel hoch. Und dann machen wir den Elite. Genau den wollte ich nicht. Mann, Mann, Mann. Den mag ich nämlich nicht. Er macht sau viel Schaden. Und wenn ich blocke, dann macht er noch mehr Schaden. Nicht. Muss er wenigstens ein bisschen Damage blocken. Durch Mantel, Damage, 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 Damage. Hier Damage kann ich akzeptieren vom Schaden her. So, Durch und Mantel. Ich werde 30 Damage kassieren einfach. Akzeptiere ich einfach so. Und wieder, würde ich tatsächlich sagen, Kack-Run. Naja, Sieg haben wir. FHP haben wir noch. Fußfeger. Im Shop gehe ich nicht. Das da. Und Block. Geschicklichkeitsrang haben wir hier. Ja, einen Damage kann ich hier kassieren. Der ist für mich okay. Damage reicht gar nicht, ne? Weil er mir Schwäche verpasst hat. Nervig. Jetzt ist er alle Fälle down. Könnte ganz praktisch werden.
Immer wenn du einen Fluch erhältst, erhöht deine Max-TP. Ja gut, das ist jetzt etwas, was ich nicht haben möchte. Ist für mich ein Kackrelikt. Haben wir einen alle für den Down? Dolch und Mantel. Bußfähiger. Jetzt sind wir Death-mäßig ganz gut dabei. Jagd. Boot. Genauigkeit nehmen wir in dem Fall mit. So, gehen wir in den Shop hier. Eisterstich. Mal eine Karte entfernen hier. Schlagkarte. Und weiter. Das. Werfe ich einfach dich ab. Und mach noch einen Schlag hinterher. Ja, Papierkranich ist ganz vorteilhaft. So. Nächsten Zug haben wir. Hätte ich gern wieder, danke. Solch und Mantel nehmen wir mit. Schmieden. Solch und Mantel hoch. Den zum Fragezeichen. Ich entferne eine Karte auf meinem Deck. Noch eine Schlagkarte. So. Ausruhen. So, ein schwieriger Fight. Jagd. Und ein Schlag. Hier können wir noch mehr Karten ziehen. So. Machen wir möglichst viel Damage. Im nächsten Zug können wir dann durchschaffen durch unser Deck wieder. Ich glaube, das ist keine dumme Idee. Einmal Genauigkeit. Zwei neue Karten mal ziehen. Neutralisieren. Rockergebräu. Könnte mal alles austauschen. Das ist jetzt blöd. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier ein bisschen Damage ziehen würde und nicht dreimal verschleimt. Damit habe ich nicht gerechnet. Und Mantel, das. Ja, muss ich jetzt alle Hölle aufteilen. Durch und Mantel, durch und Mantel. Ich glaube, ich block einfach so nochmal. So. Da muss er sich aufteilen.
Tja, dann greifen wir mal an. Und werden gleich nochmal geschwächt. Unsere Verteidigung wird geschwächt. Ah, nervig. Trank der Geschicklichkeit trinken wir mal. Neutralisiere dein Damage. Schnitt. Elf Schaden. Glocke. Können noch die eine Schleimkarte wegtun. Ein bisschen Damage kam durch. Dolch und Mantel. So, ich mach dich jetzt down. Blocke ich nochmal. Mach hier Schaden. Sechs AP habe ich. Habe ich dir einen Angriff? Ach, dieser Schwach ist halt so nervig. Down. So, jetzt noch mein Schwach. Da haben wir wieder einen Dolch und Mantel. Das da, können wir einmal angreifen, neutralisieren, das da machen und das da, jetzt spaltet er sich, ist auch für mich okay. Dolch und Mantel. Ich mache ich down. Glocke einmal. Dolch und Mantel. Fußfeger. Angriff, Angriff. Ist ein langer Kampf, aber sollten wir jetzt schaffen. Dolch und Mantel. Neutralisieren. Und down. Knappes Ding. Nehmen Adrenalin mit. So, was haben wir hier? Erhalte in deinem Zug Energie. Du kannst am Lagerfeuer nicht mehr schmieden. Das ist schlecht. Entferne beim Aufheben zwei Karten aus deinem Deck. Hier entferne lieber zwei Karten aus meinem Deck. Einmal eine Schlagkarte. Und ich glaube sogar eine Verteidigungskarte. Ja, hier lang. Job wäre eine Option, aber dann doch eher nicht. So, Adrenalin. Das da. Das. Das. Jetzt gibt es nicht nochmal Fettrüstung, bevor er angreift. So. Neutralisieren wir. Schnitt. Mach einmal das. Und dann tun wir durch Mantel plus. Okay. Neutralisieren. Durch Mantel. Auf jeden Fall ist das sinnvoller. Ich hätte gerne dir noch einen Schwach gegeben, muss ich ja sagen. Aber dadurch, dass du diesen Debuff-Dings hast, ist das nicht drin.
Und wir haben dich. Meucheln, Abwehr, kostet nämlich 0. Nehmen wir mit. Ich möchte nicht verflucht werden. Verflucht werden ist ein bisschen nervig. Weiter. Ich nehme das Gold mit. So, was erwartet uns hier? Ah, du. Oder das. Das. Und das. Dann blocken wir das alle Fälle. Und können Damage draufhauen. Theoretisch müssten wir unsere Genauigkeit mal upgraden. Durch und Mantel. Jagd. Und Block. Meine, er macht sowieso nichts. Auf uns jetzt einen Debuff geben. So, Adrenalin. Neutralisieren. Durch und Mantel. Angreifen, angreifen. Je nachdem, was wir gleich den nächsten Zug ziehen, haben wir dich down. Macht leider nicht genug Schaden, ne? Also ich verpasse dir auch einen Schwach und blocke einmal. Bin gleich noch ein Dolch und Mantel. Das reicht in alle Fälle aus. Und Damage her, perfekt. Und besiegt. Da haben wir Genauigkeit plus. So, finde einige Tränke. Nehmen wir mal alles mit. Beschmieden. Machen Adrenalin hoch. So, halt 5 Max TP und der Trank ist eigentlich kacke. Aber mal schauen. Vielleicht können wir ihn doch noch für irgendwas benutzen. So, das da. Verteidigen. Verteidigen. Ich verteidige jetzt erstmal möglichst den Damage. Oh, ich hätte hier noch einen Energietrank gehabt, den ich benutzen hätte können. Und schau mal, ob ich nächsten, also das nächste Mal, wenn das Deck durchgeschaffelt wird, wenn die Karten aktivieren kann. Ja. Da wurde er geheilt oder hat geheilt. Adrenalin. So, das da. Das da mache ich weg. Greif an. Greif an. Und fast down. Dieses dämliche Schild, ne? So, neutralisiere dich. Blocke. Noch einmal Genauigkeit. Und aktiviere Dolch und Mantel. Und Defe nochmal. Greif jetzt aber dich an, weil es keinen Sinn hat, durch das Schild zu kloppen, wenn es sowieso im nächsten Zug verschwindet. Aber gut. Dolch und Mantel. Schnitt. So, du bist down. Das da und das da zum Blocken. Vom Damage her. Neutralisiere ich dich. Jagd.
Ja, okay. Benutzt mal die Energie. Mach noch mal Damage. Ist halt blöd, dass mein Block noch so geschwächt ist. Dolch und Mantel. Dolch und Mantel. Ja. Haben wir. Nehmen wir noch eine Abwehr mit. So, Adrenalin. Dolch und Mantel. Dolch und Mantel. Darf ich kurz mal an? Das war stupid. Ah ja. Machen wir was so. Habe ich nicht aufgepasst. Und dumm gespielt, das muss ich ja gerade sagen. Aber es wird mir noch öfters passieren. So, neutralisiere dich. Verpasst dir Schwäche. Mache ich noch das da. Das so. Und töte dich mit dem Feuertrank. Genauigkeit, Abwehr. So, das ist die Frage. Greif einfach dich an. Wenn wir den nächsten Zug wieder Dolch und Mantel bekommen. Ist das nice. Neutralisieren wir dich. Abwehr. Abwehr. So, bis du das noch hast. Und du bist nächsten Zug so gut wie down. Dolch und Mantel ist schon stark. Muss ich ja sagen. So, Dolch und Mantel. Schnitt. Blockig. Und greift so an. Dolch und Mantel, Dolch und Mantel. Theoretisch bist du down. Ja. Kniestoß. Nehmen wir mal. Will hier zum Shop. Tasche, Ziel zum Beginn ist deines Zuges 2 Karten mehr. Interessant. Einfach neutralisiere ich dich. Dolch und Mantel, Dolch und Mantel. Habe ich genug Block? Ja, habe ich. Dann können wir nochmal angreifen. So. Ich kann nicht mal trinken. Wirf deine Hand ab, erhalte pro abgeworfenen Karte ein Messer. Ich. Mach ich so. Block. Ach so, ich muss halt das blocken, ein bisschen, zumindest. Sonst kassiere ich zu viel Damage. Lass ich dir trotzdem mal. Ja. Habe ich Schwäche bekommen.
Wir versuchen's. Es kann nicht ausreichen, wenn sie blockt, ne? Alles oder nichts? Ja, nichts gerade. Autsch, autsch, autsch. So, Dolch und Mantel. Schnitt. Ich Idiot. Oh Gott. Warum habe ich diesen Drang aktiviert? Warum musste ich reintrollen? Dolch und Mantel. Passt. Noch ein Dolch und Mantel? Eigentlich nicht, ne? Können nochmal Genauigkeit mitnehmen. Oh, really? Nochmal? Nochmal Gegner? Ist aber nicht cool. So, was spiele ich das da? Das da? Durch und Mantel. Nochmal durch und Mantel. So, eins haben wir down. Und dich greife ich an. Jetzt kannst du dir ein Schild geben oder jemand anderen ein Schild geben. Ist mir egal. So. Ich hab halt keinen starken Block. Krieg jetzt einen Damage. Wow. Trink mal den Trank hier. Kann ich wieder neutralisieren? Ich habe genug Block. Okay. Dann können wir normal angreifen. Siegt. Okay. Aber auf in den Shop. Was haben wir hier so? Ausgeklügelt. Könnte vom Vorteil sein, die Karte mitzunehmen, könnte uns aber auch komplett raushauen. Ja, das nehme ich mit. Das ist eigentlich ganz nice. Dann können wir noch eine Karte aus dem Deck entfernen. Was finde ich denn unpraktisch? Eigentlich Jagd. Eigentlich ist Jagd sehr unpraktisch. Dann tun wir noch einen Schlag aus. Da vorne kommt ein Lagerfeuer. Ja. Immer noch eine Karte raus. Tu die Jagd raus, ganz ehrlich. Durch dich. So. Kniestoß. Schnitt. Kriegst du eine Schwäche. Aber halt extrem viel gerade geblockt. So, das. 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 Und dann blocke ich nochmal. Du bist down. Du auch was. Mir gefällt das Deck bis jetzt so wie es ist. Okay, Dolch und Mantel. Dolch und Mantel. Genauigkeit hoch.
So. Das da. Das. Und das reicht aus. Haben wir hier Ablenkung? Können wir mitnehmen. Lagerfeuer. Wir müssen uns definitiv ausruhen. Und let's go. Du. Ah, okay, das gebe ich dir gerne. Durch und Mantel. Das. Und das. Ja. Adrenalin. Bei Energie. Block. Ja, ich block einfach durch. Nein, dank dem Relikt hier haben wir uns ja noch um 25 HP geheilt. Oh nee. Bußfeger und ein Dolch und Mantel wurden mir gesnackt. So, ich greife an. Ein Damage kriege ich. Du buffst dich. Mach mal den Schnitt weg, um ein bisschen mehr Block zu haben. Dann kill ich dich. Und krieg jetzt nur 7 Schaden. So, Dolch und Mantel. Abwehr, Abwehr, Block, Block. Und du wirst angegriffen. Okay, macht jetzt einen ultimativen Laserstrahl. Also ich trinke das, muss ja nur das machen. Und kann dich hier angreifen. Ich hätte Dolch und Mantel nochmal machen können. Egal. Macht uns jetzt nur einen Schaden. Dolch und Mantel. Messertanz. Du bist gerade sowieso noch verwirrt. Sollte richtig schön viel Damage machen. Das da. Ein Block. Glaube ich, block komplett diese Runde durch. Durch und Mantel, durch und Mantel. Block. Ich hätte gern ein bisschen mehr angegriffen, aber war halt nicht drin. Plus 3 Stärke. Durch und Mantel. Das. Das. Angriff, 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 Block. Okay, 9 Schaden kriegen wir wieder. Aber ist okay für mich. Also zumindest für mich ist es wirklich okay. Neutralisieren, so. Abwehr, Kniestoß, Schlag, verteidigen. Erbufft sich halt erstmal wieder. Und dann kommt sein Hyperstrahl. Mach ich so. Das so. Ich block das mal so gut wie ich es kann.
Das da? Würde jetzt viel Damage machen. So. Gehen wir jetzt noch ein paar Mal durch den Mantel ziehen. Haben wir das alle Fälle fast. Damage kassiere ich, kein Problem. Fußfeger. Und Kniestufen Fußfeger haben wir gerade gemacht. Und er bufft sich jetzt nochmal. Aber ich habe jetzt eine extra Energie. Und kann kann damit den Sieg holen. 100 Gold. Davon möchte ich nichts. Cooles Relikt. Echsenschwanz fürs Extra-Leben. Das wäre natürlich auch nice. Aber ich nehme mal das Extra-Leben. Letzte Ebene. So, mal hier entlang. So, ich gebe dir das. Und greif dich an. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dass ich immer irgendwie beim ersten Kampf gegen die komischen Schleime kämpfen muss. Ja gut. Nicht gerade das, was ich will. So, ich mach dir ein bisschen Damage. Setz euch mal an, darf zwei Karten ziehen. Neutralisiere dich. Schlage dich. Blocke noch einmal. So, jetzt sind zwei so gut wie down. Das heißt, ich muss mir jetzt den auf der Mitte. Auf der Mitte noch konzentrieren. Neutralisiere ich dich. Durch den Mantel. Das da. Kniestoß. Den noch Damage blocke. Und kassiere jetzt viel Schaden. So. Mach dich down und dich down, damit ich seinen Angriff locker blocken kann. Und jetzt je nachdem, was ich ziehe, haben wir das oder wir haben es nicht. Aber eigentlich sollten wir es haben. Genau. Boah, schon so viel HP verloren. Schon problematisch. Bewegt mich direkt zum Boss. Machen wir. So, direkt gegen den Boss. Geheilt wurden wir ja. Das da spielen wir. Ansonsten blocke ich deinen Angriff. Ja, ich lasse das mal so.
bin benommen und der bufft. Okay. Ausweichrolle haben wir hier auch, ne? Setzen wir mal ein. Und dann fokussiert sich diesen Donut. Mit dem Giftdeck schafft man den alle Fälle leichter, kann ich sagen. Jetzt habe ich tatsächlich Struggle. Weil der jetzt die ganze Zeit buffen wird. Durch und Mantel. Ausweichrolle. Einmal 16 Schaden. Oh, yikes. Das wird wehtun. Let's go. Abwehr. Abwehr. Ein Damage haben wir durchgebracht. Kassieren aber viel zu viel. Neutralisieren. Genauigkeit. Das da. Und ich bin tot. Aber wir haben noch unseren Echsenschwanz, also wir leben gleich wieder. So. Oh, yikes. Benommenheit macht halt einen echt zu schaffen. Bin leider down. Donuts sind halt schon stark. Ich meine, ich habe die geschafft. Mit der Stillen, mit einem Giftdeck. Und Leichenexplosion als Karte. Das war schon stark. Aber so mit dem Klingdeck ist zu schwierig. Was haben wir die letzte Sache freigeschaltet? Aber gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.